Willkommen zu Brain Damage, mein Name ist Chris und heute erschien das neue Emotions-Album von Lumpenpack. Ja, das Album ist ja bisher eigentlich schon zu großen Teilen draußen. Genau genommen gab es vor Release 9 von 12 Songs, was es, wenn ich ehrlich bin, zum Skriptschreiben ziemlich angenehm gemacht hat. Also, ich persönlich bleibe zwar ein Freund davon, ein Album mit 1 bis 3 Singles zu promoten und dann hat man zum Release-Tag mehr. Aber ich glaube, gerade zu Zeiten von Streaming wird das auch so die Zukunft sein. Eben viele Songs veröffentlichen und das Ganze dann auf einem Album zu sammeln für die Leute, die sich eine CD kaufen wollen. Ist ja auch egal. Wir machen ein kleines Track-by-Track, kleines Fazit. Ganz gerne mal in die Kommentare eure Meinung zu dem Album. WZF ist einfach nur so ein absolut wahnsinnsheftiger Song. Ist auch einfach tatsächlich mein meistgehörter Song von Release des Songs bis heute. Und ja, man muss dazu sagen, dazwischen sind 2 Ärzte-Alben erschienen und trotzdem ist es einfach mein meistgehörtester Song, weil er einfach nur total heftig ist. Textinhaltlich natürlich ein sehr zeitaktueller Song, ist aber auch, glaube ich, ein Song, der auch auf Dauer lange funktioniert, obwohl er eben sehr zeitaktuell ist, weil es eben ein Thema behandelt und vor allem eine Zeit behandelt, die halt einfach in die Geschichte eingehen wird. Und wir sind ein Teil davon. Ist es gut oder schlecht? Ich finde es interessant. Ja, absoluter Banger, so ziemlich einer meiner Lieblingssongs, wenn nicht sogar der Lieblingssong 2020-21 von mir. Deutsche Wohnen ist ein Song, bei dem ich mir so dachte, okay, ich glaube, das Lumpenpack ist halt auch so eine Band, die können sich ein Thema nehmen, so egal wie absurd oder dämlich das Thema ist und einfach einen Song draus machen. Wie zum Beispiel einen Song darüber, Vermieter zu sein oder einen Song über Tauben. Beeindruckend, sehr beeindruckend. Und die Zeile, lauf mal einen Tag in meinen Segelschuhen. Liebe Grüße ist der erste von 3 Songs, die wir vor Release eben noch nicht kannten und wir haben hier einen sehr ruhigen Song. Und um den Song einfach mal so kurz zusammenzufassen, der ist einfach nur fucking schön. Das ist halt einfach auch wieder so ein Song, in dem sich sehr viele selbst finden können und das Musikvideo hier ist ja vor kurzem erst entstanden, als sie vor einem Konzert dazu aufgerufen haben, Teil des Musikvideos zu werden und der Song mit dem Text in Verbindung mit diesem Musikvideo, ja, das löst Emotionen aus. Als ob die das mit dem Album Emotions machen wollten. Das ist crazy, ja? Die Liebe in Zeiten von Amazon Prime ist für mich persönlich so neben WZF und Hauskind Baum so das Vorzeigebeispiel für diese neue Lumpenpack-Ära, in der sie eben als Band auftreten. Ich finde einfach, wenn man so vergleicht die alten Lieder, wo sie noch ein Duo waren und jetzt die neuen Lieder als Band, da sind einfach diese 3 Lieder, Die Liebe in Zeiten von Amazon Prime, WZF und Hauskind Baum, das perfekte Vorzeigebeispiel. So wie für die Zwei-Mann-Ära eben so Songs wie 2 oder auch, wie ich sehr finde, Hauch mich mal an oder Joko und Klaas sehr repräsentativ für diese Zeit waren. Absolut fetter Song, live einfach nur der Wahnsinn und auch an sich gar nicht so realitätsfern, weil, naja, wir leben in einer extrem schnelllebigen Zeit und das war halt vor 20 Jahren noch nicht so. Und diese Schnelllebigkeit, die zeigt sich halt auch in so ziemlich allen oder sehr vielen Bereichen des Lebens. Sehr, sehr schön in diesem Song verpackt. Warm im Altenheim, ein Song, der sich humoristisch mit dem Klimawandel beschäftigt und dem unausweichlichen Ende der Welt, hervorgerufen durch die Erderwärmung und das Auslöschen der gesamten Menschheit. Nice. Ich mag die Ukulele am Anfang, ich finde die total geil. Das Ganze gibt so ein richtig schönes Gesamtfeeling mit der Ukulele und der Zeile Ich glaube, ich lag am See, als der Klimawandel kam. So, es passt einfach. Ich finde es auch sehr geil, wie sie ein sehr ernstes und auch immer aktuelles Thema hier auf eine sehr Comedy angehauchte Art in diesem Song verpacken. Und ich wünsche mir hier natürlich ein Update des Songs in 50 Jahren. Also ich finde, das ist auch nicht zu viel verlangt. Als jemand, dem man schon selber nicht nur einmal den Tod gewünscht hat in den Kommentaren, weil man eben anderer Meinung ist, wie eben dieser Kommentarschreiber, fühle ich den Song Magst oder stirbst sehr. Solche Kommentare, so diese extrem beleidigenden, negativen Kommentare, die prallen in der Regel schon an einem ab. Also man belächelt die im Großen und Ganzen eher, aber man muss halt dann doch dazu sagen, dass 5 negative Kommentare und 10 Dislikes doch nochmal mehr Gewicht haben als 20 positive Kommentare und 100 Likes. Ich wünschte, das wäre nicht so, aber das ist halt einfach so. Negativität ist immer schwerer als Positivität. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ich das erste Mal den ersten Refrain des Songs gehört habe, beziehungsweise ist das jetzt aktuell immer noch so, immer wenn dieser erste Refrain losgeht, das ist so ein Gänsehautmoment. Absolut stark. Wenn alle wären wie wir, ist der 2. von den 3 neuen Songs und wir haben hier wieder einen etwas ruhigeren Song, eine sehr, sehr, sehr schöne Gitarre,
die in Verbindung mit dem Text und dem Gesang ein unglaublich schönes Gesamtfeeling aufbringt. Ich bekomme da so diese gleichen einfach nur entspannt zurücklehnen und Zuhör-Vibes, die ich zum Beispiel auch bei Nur einen Kuss von Die Ärzte bekomme. Wobei ich glaube, dass auch genau aus diesem Grund das Ganze ein Song ist, für den ich eher sehr in the mood sein muss, damit ich so den anhören kann, genießen kann, was den Song aber in gar keiner Art und Weise schlecht macht. Absolut nicht. Klasse Song. Einfache Gefühle hat eine sehr geile Gitarre und einen sehr schönen Gesang. Man könnte fast meinen, dass die ein Händchen für Musik haben. Crazy. Ich glaube, wir hatten alle schon mal oder viele hatten schon mal den Gedanken, hey, das wäre doch eigentlich total geil, einfach alles stehen und liegen zu lassen und so abseits in einer kleinen Waldhütte zu leben und nur das Nötigste zu haben, bis einem da mal auffällt, was einem dann eigentlich alles fehlt. Naja, alles. Ich finde es sehr geil, wie das hier in dem Song dargestellt wird, dass man sich eben nach Wald sehnt, nach dem Abseits, nach wenig und sich dann alles so komfortabel macht, dass eigentlich im Endeffekt alles wieder so ist wie vorher, die gleiche Umgebung und man ist wieder im alten Trott und wünscht sich dann wieder den Wald. Und ja, das ist unglaublich schön dargestellt in diesem Song. Immer noch drauf hat sich über die Zeit für mich zu so einem kleinen Album-Favorit entwickelt. Ich weiß nicht, ich fühle den einfach voll. Ein Song, der so auf witzige Art und Weise das Älterwerden thematisiert und auch zeigt, dass man auch noch im Alter extrem cool und lit sein kann. Ich weiß nicht mal, was lit bedeutet. Also for real, ich weiß nicht, was es bedeutet. Vielleicht ist das Ganze aber auch nur ein Verarbeiten von der Tatsache, von dem Realisieren, dass man unaufhaltsam älter wird, mit dem Leute, die Anfang 30, Ende 20 sind, überhaupt kein Problem haben, weil älter werden ja was völlig Normales ist. Hauskindbaum ist eine fette, schnelle, punkige, rockige Nummer mit Witz und Humor. Da gibt's doch noch eine andere große deutsche Band, die so Musik macht. Aber mal im Ernst, die Ärzte haben mal in einem Interview in der Prada, das war dieses Die Ärzte Fanclub Magazin, da sind die mal gefragt worden, wer ihrer Meinung denn am ehesten so der Nachfolger der Die Ärzte wäre. Und Bela hat da lachend Kraftklub geantwortet. Aber ich bin der Meinung, dass es inzwischen hier eben eine Band gibt, die für diese Nachfolgerposition deutlich besser geeignet wäre als Kraftklub. Wen könnte ich da nur meinen in dem Video, in dem es um dieses Album dieser Band geht? Wie gesagt, auch für mich so ein absolutes Vorzeigebeispiel eben für diese neue Bandzeit von Das Lumpenpack. Henning Mai ist das dritte und letzte Lied von diesen drei neuen Songs, die wir vor Album-Release eben noch nicht kannten. Und im Vergleich zu den vorherigen zwei Songs haben wir hier eben eine nicht so ganz so ruhige Nummer, sondern die geht ein bisschen mehr ab. Und der Text ist halt irgendwie so bescheuert gut. Allein die Zeile, dann wünsche ich, mein Leben wäre so prall wie die Halsschlagader von Henning Mai. Wird, glaube ich, live auch ein absolut starker Song. Ein Schlaflied für Aufgewachte ist einfach nur großartig. Kein Scheiß, ich liebe Songs über Verschwörungstheoretiker. So wie Fexo Kigol von Die Ärzte, wo ich bis heute einfach nicht weiß, wie ich den Song richtig ausspreche. Oder Area 51 von einer anderen Band. Nein, das wäre ziemlich eklig zu sagen, ich liebe diesen Song. Ich bin stolz auf den Song, sagen wir so, ich bin stolz drauf. Oder eben auch der Anfang von Hauch mich mal an von Das Lumpenpack. Und wenn wir gerade von Verschwörungen reden, das Album eine herbe Enttäuschung, allein der Name eine herbe Enttäuschung beschreibt sehr gut die letzten anderthalb Jahre, in denen wir uns befinden. Es geht am Anfang von Hauch mich mal an um Aussagen von Xavier Naidoo. Das Thema Impfen und Impfgegner wird aufgegriffen. Angela Merkel, kein Mensch. Ford Fiesta, hä? Im nächsten Urlaub geht's weiter mit dem Toyota Corona. Ich will ja jetzt nicht sagen, das Lumpenpack hat Corona vorhergesagt mit diesem Album, aber ich spinne mir da eine Theorie zusammen. Irgendwie mache ich das. Und das war auf jeden Fall mal die digitale Version des Albums. Ich habe die physische aktuell noch nicht hier, weil wir eben noch früh morgens haben. Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, ist ja WZF 2 Track Nummer 13. Ich meine, die physische Version hat 13 Songs. Vielleicht habe ich das jetzt aber auch komplett falsch in Erinnerung, ist aber in dem Fall auch jetzt nicht so wichtig, weil wir können WZF 2.1 ja trotzdem thematisieren, denn diesen Song konnten schon alle anhören, die sich ein Ticket für die Emotions Tour am ersten Tag bestellt haben. Und ja, was soll ich sagen? WZF 2.1 ist eigentlich ähnlich wie WZF, nämlich es ist der gleiche Song, das gleiche Instrumental, der gleiche Ablauf, der gleiche Refrain, nur die Strophen haben eben einen anderen Text. Ohne Scheiß, Fortsetzungen können genauso gut, vielleicht sogar ein Ticken besser als erste Teile sein. Ich finde den Text von WZF 2 tatsächlich ein Ticken besser, weil er halt intensiver ist, er behandelt ernstere Themen. Und kennt ihr so diesen Moment,
wenn ihr so einen schlagartigen Gänsehaut-Moment habt am ganzen Körper, der so bis in die Kopfhaut reingeht. Indien schaufelt Gräber und uns geht's um Patente, ist einfach eine Zeile, die genau dieses Gefühl jedes Mal in mir auslöst. Das, holy shit, ist das ein krasser Moment bei dieser Zeile. Einfach allgemein dieser Text, wow. Einfach, dieser Text ist einfach nur wow. Ja, Freunde, und das ist das neue Lumpenpack-Album. In meinen Augen heftig. Also das ist wirklich so ein Album, da finde ich halt von Anfang bis Ende jedes Lied geil, wie zum Beispiel American Idiot von Green Day oder 21st Century Breakdown von Green Day oder das ein oder andere Die Ärzte-Album. Es gibt einfach so ultimative Alben, wo man jedes Lied geil findet. Und für mich ist Emotions von Lumpenpack eben ganz klar so ein Album. Außerdem, was man hier auch einfach mal dazu sagen muss, wie ich finde, das Lumpenpack ist live einfach eine absolut grandiose Band. Ich habe hier auch das Gefühl, dass da vielleicht auch ein bisschen Die Ärzte live auch ein bisschen als Vorbild genommen werden mit den Ansagen und den einfach diesen kleinen Comedy-Einlagen. Ich finde, da kann man durchaus Parallelen erkennen. Und was man einfach mal dazu sagen muss, diese übertrieben deutliche Aussprache, die sie da live haben, vor allem Max, das ist absolut beeindruckend. Ja, Freunde, gerne mal eure Meinung zu dem Album in die Kommentare. Ich lese mir natürlich wie immer jeden Kommentar durch, weil mich eure Meinung verdammt interessiert. Also gerne unten in die Kommentare, ansonsten natürlich positiv bewerten, Kanal abonnieren, wenn es jetzt in den Kommentaren aufkommt, Die Ärzte Kraft Review. Meine Meinung zum Video und den B-Seiten kommt morgen am Samstag. Und ja, Montag kommen News. Hey! Mein Name ist Chris, das ist Brain Damage. Schaltet wieder ein. Vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Ein Abo wäre grandios. Ihr könnt auch gerne ein Like geben. Folgt mir auf Twitter und auf Insta, aber nicht im echten Leben.